Es sind beinahe historische Bilder. Das erste Auto fährt über die neue Brücke in der Wittenburger Straße in Schwerin, nach 9 Monaten Bauzeit. Das hart umkämpfte Projekt wurde durch die Stadt und mehrere Bauunternehmen mit Bravour realisiert. Am Dienstag wurde die neue Brücke feierlich freigegeben. Das mehr als 4 Millionen Euro teure Bauvorhaben wurde durch das Wirtschaftsministerium mit 3,5 Millionen Euro gefördert. Die einzige Voraussetzung, die Brücke bis Weihnachten zu errichten, hat die Stadt erfüllt. Wir sind sehr stolz. Und dazu gehört natürlich zu sagen, dass es die Firmen waren, insbesondere die Firma Mathé, die Ingenieurbüros, die Abbruchfirma, die dazu beigetragen haben, dass sie hier top gearbeitet haben, dass es keinen Zeitverzug gab und wir damit die Fördermittel behalten können und ein neues Stück Schwerin haben. Etwas überraschend jedoch wirkte auf die Betrachter bei der Verkehrsfreigabe die sichtbare Unstimmigkeit bei der Gleisverlegung für die Bahn. Ein wesentlicher Kritikpunkt für die Opposition im Stadtparlament und kein Grund zur Panik für das Baudezernat. Das Problem ist, dass wir hier eine Gleisführung jetzt ändern, die seit Jahrzehnten Bestand hat und auch die nächsten 100 Jahre noch Bestand gehabt hätte. Ohne Not, die aber in der Folge im unteren Teil nach dem neuen Brückenbauwerk ungefähr 1 Million Euro Kosten verursachen wird. Wir legen ja hier ganz bewusst die Gleise auf die rechte Seite und es ist absolut unstrittig in dem nächsten Bauabschnitt, der jetzt ansteht, hier von der Brücke zur Friedensstraße auf die rechte Straßenseite zu verlegen, weil wir die gesamte Straße mit dem Unterbau, mit den Kanälen in der Straße neu machen müssen. Wann die Bahnen über die Brücke rollen werden, bleibt momentan noch ungewiss. Die damit verbundenen Baumaßnahmen werden in der Stadtvertretung Anfang nächsten Jahres diskutiert.